Hallo und herzlich willkommen beim Diablo 3 Season 3 Let's Show Video. Hier stelle ich euch den Barbar vor mit dem Wirbelwind. Also der wurde ja gebufft und möchte ihn einfach ein bisschen zeigen. Ich bin ja jetzt in der Season Stufe 51 und ja, wir schauen mal, wie der abgeht. Und ich mache diese Videos momentan wegen Weil ja, die meisten Games momentan nicht flüssig gehen, weil mein CPU schlecht ist für Fraps. Und deshalb warte ich, bis ich den neuen PC habe, ein bisschen mit den Videos und mache lieber, also mit den Let's Plays und mache lieber ein bisschen Let's Shows. Einfach, falls es dann plötzlich abbrechen muss, weil es zu viel leckt oder so. Weil Fraps frisst manchmal fast 90% der CPU weg. Obwohl ich 8 habe, wird nur immer für 1 verwendet und das ist schlecht, das ist sehr schlecht. Ja, also. Dann zeige ich euch mal, wie der abgeht. Und ich hoffe, dass ich in 2 Tagen ein bisschen GTA 5 aufnehmen kann, also wenn es erscheint. Und sonst müssen wir ein bisschen warten. So, was sind die Gegner? Ja, Items habe ich jetzt nicht so gute, weil ich hier da durchgerutscht bin. Wow. Nicht so ganz flüssig, aber immerhin gut. Spielbar noch und nach den Videos werden wahrscheinlich nicht so. Muss noch irgendwas runterdrehen bei der Grafik oder so. Ach, Fraps, wieso gehst du auf meinen PC schlecht? Echt doof. Ja, ich bin froh, wenn ich dann Shadowplay aufnehmen kann, weil meine Grafikkarte ist ein bisschen zu schlecht, zu alt für Shadowplay von Nvidia. Von der Grafikkarte aus. Weil die benutzt die Grafikkarte dann und das ist viel besser, wenn es CPU braucht. Jo. So, wegen der Stimme, ich bin ein bisschen verkältet, das war ein bisschen heißer. Bisschen Halsschmerzen, aber ja. Wenn man so in einer windigen Region immer joggen muss und so, dann ist es nicht so gut. Ich will irgendwo anders joggen, aber dann müsste ich weit laufen oder mit dem Bus gehen. So. Nehmen wir die Items mit so. Ja, er ist richtig stark. Also die Wirbelwinde, die zertrümmern alles. Macht sehr viel Spaß, der Bild. Ich hoffe, ich habe ihn bald höher. Ich bin nicht so der Vielspieler. Aber ich wäre noch weiter unten, wenn mein Kollege Oliver nicht mitgeholfen hätte. Mich ein bisschen gepusht hätte. Weil die Zeit fehlt mir schon stark jetzt momentan. Ich sehr viel tue für Fußball und so weiter. Okay, jetzt ist es wieder ein bisschen flüssiger. Dankeschön. Fraps. Eile. Jetzt müsste ich sehen, wie schnell. Ich wirbel einfach hindurch. Rück gut rum und ja. Das macht Spaß. Also, wie ihr seht, koche ich sehr gut. Mit viel Tomatensauce. Ach komm schon. Kommt wieder so ein Fliehgegner. Ja, die Pflegegegner, also nicht so. Das war für den Ding auch die Langsamkeit Gegner. Bisschen Problem, aber trotzdem immer noch sehr viel einfacher als andere Builds. Also ihr seht, ich muss was gar nicht anstrengen. Ich rusche einfach durch. Natürlich bin ich echt sehr OP. Wegen dem Speer vor allem. Der macht extrem viel Schaden. Dann gib mir Wut.
Ja, die Wuterzeugung, die muss ich dann auch irgendwie ein bisschen maximieren. Ab später ist dann unendlich Wirbeln angesagt. Ja, bei Bossen ist der Schaden leider nicht so hoch. Aber dafür haben wir Uran. Da muss ich noch irgendwas ändern, damit der Schaden auch bei Bossen gut ist. So. Na, nichts Gescheites. Ach, egal. Es ist wieder ein Ebene Ding Rift oder was? Hallo? Wo ist der alles? Wir hätten noch ein bisschen auf dieser Ebene bleiben. Also kann ich weiter hier. Ah, schön. Bitte mein Legendary. Die sind ein bisschen mangelbar irgendwie. Es droppt nicht so viel bei mir. Oder viel Schlechtes, also Zweihandschwerter oder so im Speer. Und ja, also die Drops sind nicht so gut. Hab die Minions vom Ring, die sind richtig cool. Auch wenn sie gleich wieder sterben. Das ist cool, die spawnen, glaube ich, alle 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Und wieder ein Level. Ah, jetzt habe ich dieses Ding, das hilft mir schon viel mehr, dem Wut nicht mehr, das Wut nicht mehr runtergeht nach einiger Zeit. Oder? Ist gar nicht gesehen. Hey, wie viele Gegner kommen jetzt? So, jetzt. Ja, danke schön. Schreie. Ich mache ein bisschen Schaden weg. Ah, Level 55, schade. Ja, also, warten wir noch ein bisschen. Gehen wieder nach oben. Ich habe leider keinen Schnellkeits, also kein Sprint, kein Springen. Und diese Minions sind auch hier mit den Fallen. Die sind so extrem nervig. Mit diesem Bild. Wenn man so langsam wirbelt, da kommt man einfach nicht vorwärts. Da müssen die Leute vom Blizzard hier ein bisschen nerven. Wir müssen Fallen ungefähr 90% der Bewegungsgeschwindigkeit wegmachen. Können dafür mehr Fallen setzen oder irgendwie anders Schaden machen. Aber Schaden machen sie nicht mehr. Und hier ist gar nichts, okay. Tja. Dann gehe ich jetzt nach oben wieder. Wo haben wir noch nicht? Dort oben. Ja, ja, hier da oben kommt später oder gar nicht. Ne? Oh, bin ich langsam. Ich weiß nicht, was ich ändern soll. Ich bräuchte Sprint, aber Sprint macht auch sehr viel Wut. Ja, wenn ich dann Paragon Levels bin, dann geht's natürlich viel besser. Wirbeln, wirbeln, wirbeln. Lalalala. Ah, so schön, also das habe ich vermisst. Ich hatte für immer einen Wirbelwind, Papa. Als Diablo 3 rauskam. Aber er war immer zu schwach, viel zu schwach. So.
So, hier haben wir auch alles. Wo ist eigentlich das Portal? Lass mich in Frieden mit dem Fallen. Da oben. So. Nächste Ebene. Ja, es gibt noch eine Ebene. Aber neulich hatte ich eine einzige Ebene, die war so groß. Also gar nicht mal so groß für mehrere Gebiete, aber ja, völlig unnötig. Ich will Rifts, die halt etwas haben. Hallo, gib mir mal die Urahne. Wieso setzt du die nicht ein? Okay, das war schnell. Ach so, ein Gegner. wenn man ringsum wirbelt, dann macht man recht viel Schaden, aber es geht bei Riftbossen irgendwie gar nicht. Ab bei normalen Bossen, also bei Elite-Gegnern. So, jetzt könnte man hier mal kurz Schwert identifizieren. Einfach mal gucken. Ja, ist halt. Oh, Bewegungsgeschwindigkeit. Ui. Das ist sehr gut für den. So. Okay, mal kurz schauen. Nicht das. Okay, später schauen die sind noch ein Ding. Ich will bessere Uhren reintun jetzt. Das habe ich gar noch nicht gemacht. Ich habe, glaube ich, noch den ersten drin. Die erste Rune. Oh, schaut euch das mal an. Das ist schade. Ja, wenn ihr so in 3-4 Wirbelwinden drin hockt. Seid ihr schnell down. Dann sind ja noch die Minions, die extrem viel Schaden machen. So, Dele. Also dann mal kurz. Noch gar keine Rune, okay. Weil man levelt so schnell, man vergisst. Eichfeuer, oder? Das ist auch gut, klar, Verpflichtung. Das wäre defensiv. Ich mach mal das wegen der Wut, weil ich ja Wutprobleme habe. So. Dann kommt mal raus bei der nächsten Elite. Gegnertruppen. Na. Da oben ist nichts. Ja, die nerven auch ein bisschen. Aber eben, das ist einer der schnellsten Farmer. Mit dem kannst du richtig gut durch die Rifts wandeln. Leider bin ich noch nicht so schnell, aber eben, sobald man die ersten Paragon-Levels hat, da hat man viel Loot und ist dann recht schnell. Naja, macht einfach Spaß. Oh, okay, Schutz. So, seid ihr? Habt ihr Feierabend? Da ist einer. Gebt mir mal ein bisschen Wut. Dankeschön. Ah, oh, ist das schön.
Voll schön. Und jetzt, wo gehe ich hin? Jetzt muss ich doch nach oben. Ah je. Die Levels manchmal sind echt verwirrend. Ich habe gedacht, die haben das gemacht, dass man recht schnell den Ausgang findet, aber wahrscheinlich nur bei den Greater Rifts. Die kann ich noch nicht machen, weil ich noch keinen Stein habe. Weil die erst ab 60 oder 70 droppen. From Sejan, 70er. Sudel. Dann kommt mal wieder raus. Wenn ihr so schon wieder ready seid. Dann geht's jetzt ein bisschen schneller. Oh, gelbe. Ja, die Runen sollten ein bisschen verbessert werden. Seitensplits hat natürlich. Ah, aber ja. Ist trotzdem leicht. Weil bei anderen Klassen wurden sie ein bisschen also ja, mit der Zeit einfach. Sind ein bisschen nützlicher, die Runen als beim Baba. Aber eben. Aber wieso der Barbar so defensiv ist, weiß ich auch nicht. Eigentlich soll der Barbar ja den Haut drauf sein, der richtig starke, auch schnelle sein. Bei Diablo 2, da war es viel besser. Da konnte man ja recht schnell wirbeln. Wenn man viel Bewegungsgeschwindigkeit hatte. Ja, hier zwar auch, aber es ist halt nicht mehr so nützlich und weil man halt nicht so stark ist. Wow. Ach komm, ey. Kann ich wieder nicht wirbeln. Wegen den Fallen. So. Aber eben, das ist eine Entscheidung, was Blizzard macht. Blizzard macht eigentlich nicht so viel. Und deshalb, ja, ist halt ein bisschen schade. Und das mit den Goblins und so habe ich mir auch besser vorgestellt, ist es leider nicht geworden. Aber, ja, es ist eine Entscheidung von Blizzard, da kann ich eben nicht so viel machen. Dafür wird ja Path of Exile viel besser durch das neue Addon, das angekündigt wurde mit dem vierten Akt. Und mit diesen Edelsteinen in den Skill Tree. Ja, wo hat sie ein Skill Tree? Ich hätte gerne ein Skill Tree für Diablo 3. Mir wird es richtig viel Spaß machen. Aber zwar macht es mir jetzt auch Spaß, klar. Und ich will ja nicht so viel zu motzen über Diablo 3. Aber es ist halt ein bisschen, ja, schon langsam mal Zeit, das wird sich ändern. Wie wäre es mit einem neuen Addon? Bisschen weniger casual. Bisschen mehr Spaß reinbringen. Und dann wird's schon. Oh, schon überlastet. Oh, hört auf mit. Wieso? In jedem Rift gibt's jetzt diese Fallenwerfer. Das ist Gacke. Feindesherz. Schwach. Ist ein bisschen schwach, die Klinge, die sieht aber cool aus. Ich bekomme einfach zu viel Müll. Wenn später ungefähr 99% der Unix Müll sind, dann ist da der Spaß eigentlich fast weg. Müsste man auf uralte hoffen, aber die droppen richtig schlecht. Die guten uralten. Das geht noch nicht.
dieser fette explodiere. Na, jetzt werden die Gegner ein bisschen sehr, die Großen, aber es ist auch gut so. Ich bräuchte eine neue Waffe. Mal eine Einhandwaffe, die gut ist, bitte. So, und es geht recht flüssig, also. Wow, Fraps, du hast gelernt. Oder der PC hat gelernt, nicht mehr zu nehmen. Durch Fraps. Ich habe sogar noch Antivirus an. Respekt, Fraps. Hätte ich niemals gedacht. Aber eben. Ich wechsle dann lieber. So, jetzt sind wir zu Hause. Also, fertig mit dem Rift. Können wir noch in die Bastion. Oh, shit. Das war ein guter Run. Einfach ein bisschen nervig mit den Fallenträgern und den Chargen. Also diese Geister. Ich weiß gar nicht, wie lange das Video jetzt ist. Ich mache noch ein bisschen weiter, weil es das erste ist. Erdbeben. Ich lasse den noch. Das ist richtig geil mit dem... Auch wenn ich nie unter 25 bin, eigentlich. Das ist schon krass. Spalten. Raserei. Ich weiß nicht, ob ich den nehmen soll. Ich kann ihn ja ein bisschen. Aber das wird schwer. Schau mal hier. Mach ich kurz einen Plan rein. 21. Was muss er denn sein? Schon recht hoch. Ab ein Hand bitte. Ja, ein Ausreißer, aber ich brauche keine zwei Hand. Ach, schade. Ja, dann nehme ich den. So. Schauen wir auf den Schaden. Ja, geht halt runter, aber es ist immerhin doppelt so gut wegen dem Wirbelwind. So, ja, das ist meine Legendäre, die ich gefunden habe. Das sind meine alte Ringe vom Begleiter. So. Wir könnten noch ein bisschen... Bringt das? Ne, das bringt's noch nicht. Ja, Blutsplitter verwenden, aber ich mach's auf Level 70 dann eher. Macht mehr Sinn. Ja, hier schalte ich irgendwie gar nichts frei. Ich dachte, man schaltet irgendwas frei. Porträtrahmen kommt wahrscheinlich per Paragon-Stufen über. Gefährten sind halt die, die man kaufen konnte, aber ich gebe noch nicht mehr Geld aus für Gefährten. Und Flaggen, keine Ahnung. Müsste mal da schauen, aber ich will nicht unbedingt so eine Riesenflagge auf dem Rücken haben. Ja, also, machen wir ein bisschen Kopfgeld. Schon kurz, Akt 4 ist hier Diablo. Nö. So. Oh, wollte ich nicht. Tut mir leid, Uran. Ihr könnt momentan ja gar nicht kämpfen. Hallo. Genau, geht mal auf die los. Ah, schaut mal den Schaden. Wahnsinn.
Ja, jetzt ist wieder zwei Waffen. Jetzt geht es wieder doppelt so schnell. Sehr schön. So, hier drüben haben sie gesagt. Ja. Bisschen lauter, so. Ah, das ist wieder so eine mehrfache Ding. Weil bei den Videos ist der Sound eigentlich immer leiser. Kann ich schon ein bisschen lauter machen bei mir. So. Auch wenn es jetzt ungefähr... Weiß nicht, was hoch ist bei Dezibel, aber 80 Dezibel, sag ich mal. Wahrscheinlich völlig daneben, aber das geht noch nicht. Es ist sehr laut. Und ich verstehe es nicht, wieso die Videos so extrem runtergeschraubt werden bei Frips. Also allgemein bei YouTube. Bei YouTube ist es dann leise. Raus. Ah, ist das schön. Und so viele Wirbelwinde herum sind. Da hat Wirbel eine ganz neue Bedeutung. Nicht nur für mich selber, sondern auch die Wirbel. Dann sollte noch eins irgendwo sein. Vier sind sie sogar. Okay. Na, seid ihr. Wie bei den Goblin-Angriffen natürlich. Ist das schön. Die Goblins sind ja häufig, aber die anderen scheinbar sehr viel mangelbar. Die hat viel Leben. Weg da. Und eine Truhe. So, sehr gut. Jo, also, dann mache ich mal einen Unterbruch. Es geht weiter dann beim zweiten Part. Tschüsschen, Leute.